Frag ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Ja, Leute, willkommen zurück zu God of War. Wir spielen heute weiter und haben den abgeschlagenen Kopf von Mimir wiederbelebt. Haben herausgefunden, dass die Hexe Freya ist. Und sind gespannt, was uns noch erwartet. Kann ich jetzt teleporten? Direkt zum Ziel. Ne, ist noch zu. Okay, also muss ich mit dem Boot. Mit dem Boot fahren. Na, nicht kaputt machen, Kratos. Nein, 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 nein. Mimir, warum hat Freya dich angesprochen? Nein, erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Eher nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen Zauber. Mimir? Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zu leben. Ich brauche noch einen Moment, um ihn aufzumachen. Ist der etwa kaputt? Ich will mal kurz in den Einstellungen die Effektlautstärke ein bisschen runterstellen, damit ich die Gespräche mit Mimir besser verstehe. Was weiß ich, sowas hier. Ab zur Schlange. Perfekt. Legt in der Nähe der Brücke an. Okay. Ich dachte, wir sollen zur Schlange. Und du? Nach oben? Kopf, wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! Gut, jetzt halte meine Lippen an das Horn. Wie willst du denn ohne Lunge pusten? Odin errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Sie erinnert sich. Oh,
Sie kennt euren Verlust. Sie wird helfen. Interessant. Was ist? Ist nichts Wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Wir brauchen zwei Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das, sie dachte, ich hätte gesagt, ihr werdet Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Noch nie nüchtern? Okay. Das war episch, ich will so eine Schlange haben als Haustier. Hey, seht mal! Das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Echt mal? Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Okay. Ziel? Karte? Okay, also muss ich hier jetzt reinfahren, oder? Ja, ich denke schon. So, dann gehe ich hier runterwärts. Wenn wir zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen. Ah, eine neue Ebene. Mir ist jede Entscheidung recht. Krass, wie tief das Wasser weg ist. Hey. Wahnsinn. Wieder so ein Ding. Kein irdischer Schlüssel, keine physische Kraft kann die Magie dieses Schlosses brechen. Sieh es gar nicht erst an. Okay, von was soll das sein? Wer hat das? Ich glaube, das ist verschwendete Zeit. So ein Schloss habe ich noch nie gesehen. Erinnert mich an etwas, das Tier mal skizziert hat. Er hat gern zahlreiche Symbole zu eigenen Runen kombiniert. Die hier bedeutet, glaube ich... Frieden, Eintracht, Gnade. Und noch mehr. Ich sehe, was er getan hat. Aber wie kommen wir hinein? Wir haben Wichtigeres zu tun. Oh. Okay, soll ich jetzt die ganze Brücke abrennen? Wir schon wissen, was hier in der Brücke ist. Neue Ebene. Wasser ist gesunken. Okay, nicht viel, wie es scheint. Überall noch die Statuen und eine Tür. Okay. Das ist jetzt nicht gerade overwhelming, was hier passiert. Aha, guck mal. Aber die können wir noch gar nicht kaputt machen. Ausdauertraining und weiter und weiter und weiter. Okay, ich kann hier, muss aber hoch und auf die andere Seite. Oh, nee, ich muss in die Seite. Na, dann gehe ich hier hin. Wo lang geht's zum Meißel? Unter der Brücke durch. Rudere bis zu den Statuen der Ruder. Und dann zwischen ihnen hindurch. Okay. Dann machen wir das doch. Oh. Mimir, warum hat Freya dich eigentlich angespuckt? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld für. So, jetzt bin ich hier, muss also nach rechts, könnte mich aber auch erstmal hier umgucken. Also hier war ich ja schon überall. Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Aber ich muss das Tor noch gar nicht. Es geht alles auf den großen Krieg zwischen den Asen und den Warnen zurück.
Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Asen. Doch die Vanen hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Findest du nicht auch? Yggdrasil, Stärketau. Ja. Ganz genau. Genug war genug. Und schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärteren Weg zu finden. Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Vanengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Vanenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Genug. Keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähl später weiter. Gerne, gerne, gerne. Wieso ist da eine extra Ebene? Ah, da kann ich wieder Teleport freischalten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, das ist jetzt freigeschalten. Wieso habe ich im 5. Jahr Lagerhaus nicht den Teleport freigeschalten? Bist du jetzt freigeschalten? Oder muss ich erst durch dich durchtreten? Sehe ich nicht. Ah, jetzt kann ich es lesen. Aber ist es ein Name? Okay, wenigstens habe ich oben den Teleportationspunkt freigeschalten, hoffentlich. Und weiter buddeln. Ich mag diese, in solchen riesengroßen Welten noch Metroidvania einzuführen. Boah, mag ich überhaupt nicht. Sinnlose Zeitstreckung. Noch so ein Ding. One hit tot. Einfach perfekt. Wieso ging der meine Spezialattacke nicht? One hit? Okay. Weiter probieren. Schockt ihn. Noch nicht bereit. Leider. So einen habe ich noch nie gesehen. Dann nehmen sie direkt aus Hehl. Der war stark.
Auf Herausforderungen noch stärker. Weltenstaub. Eigenschaften verschiedener Talismane verbessern. Okay. Wer schreit hier rum? Wer schreit hier rum? Hm. Okay, 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 okay. Klingt nach einer Bestie. Ich bin gar nicht richtig. What? Moment. Ach, muss ich hier etwa reinfahren? Ich gucke erstmal in die Tür. Ah, Fafnir. Hab mich schon gefragt, was aus ihm wurde. Warte, Fafnir? Wie in Fafnirs Lagerraum? Genau der. Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. Nein. Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon komisch, was? Ja. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Was meint ihr? Ja, okay. Also die Runen, die da drauf sind. Na, also. Kann ich zerstören? Ich hoffe, er greift mich nicht an. Doch. Nice, danke, Triceratops-Drache. Okay, da kann ich hinspringen. Okay, dann mache ich das. Bloß keinen Blitzbooster, lieber Drache. Was bist du denn? One-Hit. Das war's denn also? Ja, das war's. Okay, diese roten Attacken, ne? Dadurch, dass ich manchmal Aufladeattacken habe, ist das echt schwer. So. Ich gehe gleich hier hoch. Beachte mich gar nicht. Ich müsste erst den kleinen... Ich glaube, ihn kann ich nur... Bleib ich auch noch hängen. So, der ist Hops. Das hilft nicht. Mord? Oder nein? Da,
Komm schon. Alter Schwede, hat das gedauert. Oh, er ist nicht mein Freund. Keine Scheiße, aber ein ständiges Ärgernis für Asen und Warnen gleichermaßen. Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengewordener Zwerg. Okay. Direkt hinter dir. Nee, ich muss rumrennen. Ich will das aber speichern. Hier, überspeichern. Du hast die Frage des Jahres. Komm mal! Wie wurde dieser Zwerg zu tragen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Wahl mehr ein Schmuckstück gebraucht. Sei still, Kopf! Okay, 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 immer mit der Ruhe. Das war überraschend schwer, aber ich gehe erstmal nach oben. Herausfordernd, ne, ist immer wieder so eine Sache. Ich finde, es gibt nicht genügend Spiele, die... Also ich würde mir ja gerne einen fairen Kampf wünschen, aber manche Gegner sind echt unfair. Obwohl es nur eine Stufe über normal ist. So, dann mache ich dich noch auf.
Ja, genau. Jetzt weiß ich, warum die Türen auf jeden Fall aufgehen. Damit ich runterspringen kann und nicht wieder klettern muss. Habe ich jetzt eigentlich da alles zerstört? Ja. Bin so weit. Ich helfe dir. Oh ja, alle one-hitten mich! Dachte ich, wären. Gucke, so geht's. Warum greift mich denn dieser verfickte Drache an? Ich will dir doch helfen. Hör doch auf. Hör auf. Dummes, dummes, dummes. Geht dir mal auf den Sack. Für was soll ich bei so... Oh, Leute, ich will gar nicht meckern, aber ich muss. Wieso muss ich denn... Ich weiß, ihr dreht gerade wahrscheinlich selber durch, weil ich nicht zu Wort komme, aber... Also mein Problem jetzt, ne? Wieso muss ich? Wir haben Gameplay-Einstellung ausgeglichen. Einigermaßen herausfordernd. Ist mir meistens zu lasch, passiert recht wenig, Kämpfe sind einfach. Herausfordernd richtet sich an die, die schwierige Kämpfe suchen. Das sind keine schwierigen Kämpfe, das sind vollkommen unfaire Kämpfe. One-Shot, Blitz-AOE, Stunts, dann von der Hexe, diese Bodenteile, die... nee, nicht Story, ich bin ausgeglichen. Ja. Diese Boden-Homing-Giftgeschosse, die mich um die Ecke treffen... Alle anderen Gegner versperren mir den Weg und die Sicht und die schmeißen noch irgendwelche Fäulnistöpfe und heilen sich noch, wenn ich sie nicht dauerhaft angreife. Also was ist da? Ne, also zwischen ausgeglichen und herausfordernd ist mir das ein bisschen zu krass. Ja, soll ich jetzt mitmachen oder was? Schön, du kleiner Mistkerl. Sei frei. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlich. Okay.
So, genug gemeckert. Drecksbalancing, ey. Vor allen Dingen, und am Ende one-shotten dich alle Gegner. Du hast viel mehr Rüstung runter zu prügeln. Und am Ende sitzt du dann eine Dreiviertelstunde hier und hast genau dasselbe Ende raus. Kein aufregenderen Kampf, kein fairen Kampf, nichts. Und das ist echt traurig. Oh, bin ich voller Wut. Wahnsinn. So, habe ich das jetzt? Ja. Okay, ab zum Ziel. Aber was habe ich denn jetzt bekommen? War das hier? Nee, das sind die Griffe. Das ist nur das normale Schild. Ich dachte, es war sowas Dunkelblaues, was ich bekommen habe. Bei jedem erfolgreichen Präzisionswurf. Das ist ja eigentlich meins. Exekutionsspalter, nehme ich doch wieder dich. Okay, ich habe generell wenig Lust, 3 Stunden Aufnahmesession für 1 Stunde Video zu machen, wenn die Kämpfe einfach nicht zielführend sind. Und nicht mehr bringen. Ergo, lasse ich das jetzt. Es gucken eh nicht viele Leute. Was jetzt nicht der Anspruch oder die Entscheidungshilfe ist, aber... ich wollte damit anfangen mit dem alten Spiel aufs Schwer, weil das natürlich die Chancen erhöht, dass sich's Leute angucken. Aber bei den Klickzahlen und dem Frust, den ich dabei empfinde... Ja... Eins, zwei. Ja. Okay, freischalten. Und da habe ich das, sobald ich in der Nähe bin, schon. So, hier kann ich auch hoch. Warum gibt es auf der eigentlichen Select-Taste keine Karten aufrufen? Ey. Das ist doch schlimm. Also ich muss doch hier rein. Ich muss doch nicht da... Ich fahr trotzdem hoch. Ja, tu ich. So. Kann man immer brauchen. Ja. Gerade wir, die Messis des Nordens. Er. Noch eine Walküre. Das ist kein Zufall. Doch wer hat sie in Tiers Feuerschalen geritzt? Ja, darf ich das jetzt auch lesen oder ist das schon? Sobald es nicht mehr blau ist, ja, dann ist es schon weg. Alle Feuerscheine brennen. Aber ich komme nicht weiter. Ja, wo fahre ich wieder runter? Ach, mein Gott. Heilung ist voll. Du machst mir Angst. Du stehst doch auf irgendwann. Ja, ich glaube, ich muss da reinrudern, aber natürlich will ich erstmal umgucken. Meeresspiegel gesunken und so und... Jetzt bin ich doch
Nee, bin ich nicht. Ich muss euch um etwas bitten. Erinnert ihr euch an diesen Dolch? Der Dolch, der im Rücken des Häschers steckte? Umgebracht von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also, seine Spur führt zu Häschern, die von der Northree-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein. Mhm. Mit dem ich euch helfen könnte. Und hoch. So, wieso ist hier noch... Mhm. Irgendwo was zum Abwerfen. Nö. Nö, 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 nö. Weiter, 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 weiter. Boah, dieser Kampf vorhin, ne, bei den Drachen, ey. Da steckt man noch so tief in Knochen. Ich hasse sowas. Ich will über sowas immer schimpfen und... Genau wie sowas. Wieso muss ich nach oben gucken, damit ich diesen Sprung machen muss? Meine Güte, ey. Und wenn jetzt jemand sagt Realismus, ich spiele einen Kriegsgott, das ist nicht realistisch. Aber realistisch in der Welt, in sich geschlossen, das verstehe ich schon. Ein Rabe vielleicht? Nö, 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 nö. Und dann kommt so ein großer Bereich und nichts ist zu holen. Geheimbereich. Rat der Walküren. Es wird auch wieder irgendwas im Hintergrund geladen. Ansonsten gibt es keinen Grund, dass auf einmal die FPS-Zahl droppt. Wie man es gleich merkt, ne? Diese Mikroruckler. Komme ich da zu der? Ja, komme ich wahrscheinlich. Gib mir das. Sonst hau ich dich kaputt. Ich glaube, ich komme immer mehr in Kratos Gemütsstimmung, umso öfter ich ihn spiele. Genervt, angepisst, voller Rage und Wut. Einfach nur alles kaputt schlagen. Könnte ich alles kaputt schlagen. Okay, Kampf. Gut, dass ich nicht mehr auf Herausforderung spiele. Sonst würde mich das jetzt noch mehr anpissen. Ich will es aber probieren, auf Herausforderung. Kann das sein? Die 8 Throne? Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Ja. Das sieht richtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert. Ich glaube, hier wurden richtig große Partys gefeiert. Okay. Heißt das jetzt, ich finde im Teleportbereich was? Oder muss ich irgendwas abwerfen? Nix, 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 nix. Dann lecke mich doch fett. Ich muss ja eh weiter hier hinter. Wieso kann ich damit noch nicht reisen? Ich hab's doch offen gemacht. Also du willst mir jetzt aber nicht erzählen, ich muss das jetzt testen, Leute. Erst wenn ich es einmal benutzt habe, ist das Schloss weg. Also wenn ich mich jetzt hier hin teleportiere und nicht dahin kann, dann ist das doch für'n Arsch. Also wieso, obwohl ich hier schon war
und die schon aktiviert habe. Wieso kann ich da jetzt nicht hin? Hierhin können sie noch nicht reisen. Eingang, genau, da war ich auch schon. Da darf ich auch nicht hinreisen. Aber hier war ich schon, hier war ich schon. Und hier oben darf ich auch nicht hinreisen. What the shit. Dann lecker fett. Dann interessiert's mich nicht. Okay, ich bin heute extremst genervt von diesem Spiel. Warum auch immer. Es ist ein großartiges Spiel. Tolle Grafik, nice Story, gutes Kampfsystem. Warum kotzt mich das so an? Gerade diese Rätsel und diese Unklarheit. Was eigentlich die Stärke von dem Spiel ist, ne? Also, klar, ich meine, wir sind in einer Welt aus Mythen und Göttern. Da ist nicht alles klar. Ich drehe mich noch... Nein, ich drehe mich nicht nochmal um. Ups. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ja. Oh, von den Springern. Widerlich. Oh, der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Mhm. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Verstehe. Ich glaube, ich habe nicht drauf geachtet, was in der Truhe ist. Habe mich deswegen aufgeregt und in der Truhe war das Quest-Item. Hey Sindri, kennst du schon Mimir? Wenn du den abgetrennten Kopf meinst, der mir zuzwinkert, bitte halt ihn weg. Das kann unmöglich hygienisch sein. Oh, sehr nett. Auch schön, dich zu sehen, Sindri. Arschloch. Hm. Asshole. Ist das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köchergurt? Ein Andenken an deinen Freund Sindri? Ich bin ja so furchtbar gerührt. Sindri, warum verträgst du dich nicht mit deinem Bruder? Ich? Gute Frage. Mit ihm vertragen? Weil er ein Dickschädel ist, der sich niemals ändert. Weil er schreckliche Dinge über mich sagt. Nur weil er unsicher ist, was seine Arbeit angeht. Die, ich versichere euch, nicht gut ist. Weil er mir die Schuld gibt für etwas, wofür ich nichts kann. Entschuldige mich bitte. Ich muss mich sammeln. Dass du Edepetete bist? Hm. Na gut. Hat ja richtig viel gebracht, diese halben Inseln zu erkunden, bevor ich zur Hauptquest weitergehe. Einmal ein nerviger Drachenkampf mit übermächtigen Gegnern, die einen Kriegsgott, einen Spartiaten, einen kampfgestählten Griechen, der die Asche seiner Frau auf der Haut trägt und jeden eiskalt verprügelt, der es auch nur wagt, ihn schief anzugucken. Der wird one-shotted von Minigegnern. Und Atreus hält alle Attacken aus und stirbt einfach nicht. Ymir, du hattest doch eine Geschichte begonnen. Warum würde Freya Odin heiraten? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das nicht die ganze Geschichte. Gulveig. Du wurdest zu früh aus dieser Welt gerissen. Ihr, die ihr unter den Lebenden weilt, meine geliebte Gulveig ruft mich. Sie sehnt sich nach Frieden, doch ihre Überreste sind verstreut. Ich flehe euch an, macht meine Gulveig wieder ganz. Wir sollen ihre Knochen holen? Igitt. Gulveigs Seidenmagie kennt keine Grenzen. Sie kann euch mit jenen einen, die ihr verloren habt. Echt? Wie? Junge. Ich rieche deine Trauer, Kind. Sei versichert, ihre Magie ist stark genug, um Brücken zwischen Leben und Tod zu schaffen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Junge, wir gehen. Tschüss.
Sie haben drei Knochen des süßen Gulweg genommen und am See verteilt. Bring ihre Knochen, Kind. Gulweg ja, wird halt dich belohnen. Ja, halt auf den Rand. Oh. Und wieso spricht der Geist lauter als ich, obwohl er tot ist? Ja, natürlich. Dunkelalben? What? Ja, machen wir. Wie einfach das ist. Super easy und das auf ausgeglichen. Meine schöne Gulwelt. Fassade. Diese Welt leidet ohne ihren Geist. Vater, vielleicht sollten wir die Knochen doch suchen. Warum? Hast du nicht gehört? Wir könnten mit Mutter reden, wenn wir vorsichtig sind. Such sie, wenn du willst, Junge. Ich lasse mich nicht auf so einen Unsinn ein. Vor allem, wo soll ich die denn jetzt suchen? Ich habe keinerlei weiteren Weg. Hier ist Sackgasse. Da kam nur der Typ hoch. Oder muss ich hier... Ist das eine Shooter-Arena? Soll ich hier die Axt walten lassen? Oder muss ich da mit dem... Nee. Ach doch, ja. Doch, mit dem Bo, da komme ich lang. Ne, also seht ihr, was ich meine mit dem Unterschied der Staffelung von Schwierigkeitsgraden? Das war super easy. Dieser Meißel, den wir suchen. Was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die passende Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tabor. Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hat. Der stolze Tabor hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Rindur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle. Und der überarbeitete Steinmetz, Bong, schlug seinen Sohn. Rindur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern kam er seinem Sohn nach. Achtung! Doch aufgewühlt wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon sehen. Ich stelle wieder zurück auf Herausforderung beim nächsten Kampf. Thor tötete ihn. Es ist das einzige... Er fiel auf ein Dorf? Ja. Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrten. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Moment, da liegt ja ein Riesenhammer und das ist ein Körper, eine Rüstung oder was? Ein Riese? Also ich würde mir wünschen, dass er herausfordernd mich nicht one-shottet und ich mich noch ein bisschen wie ich ein Kriegsgott fühle. Auch in meine Kräfte... an meine Heimat gebunden sind und ich ja nicht so stark bin, finde ich es trotzdem übertrieben, dass eine, nur weil die Attacke rot angekündigt wird, sie mich one-shottet. So. Gameplay, herausfordernd, ja. Also hier müsste ja jetzt eigentlich ein Speicherpunkt gewesen sein, damit ich nicht zurückgesetzt werde. Oder, liebes Spiel, sag es mir... Ja, sehr gut. Gegner. Greifen wir an? Okay.
Auch hier ist wieder ein Schloss über der Tür. Warum denn? Muss ich wirklich erst durch? Also, ich würde es ja testen, ob ich da durch kann oder nicht. Also, ob ich erst durchlaufen muss, um es zu aktivieren. Wäre aber Schwachsinn, weil das wäre für mich die Aktivierung. Und da müsste ich den ganzen Weg zurück. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Eine gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Konzentrieren, Junge! Reichweite. Alles klar. Er hat eine Reichweite. Ich würde mir wünschen, er würde bei dem aufgeladenen Schlag nach vorne springen. Wir suchen einen Meißel? Die Spitze davon, ja. Einen sehr, sehr großen. Größe ist nicht alles, Mimir. Ich dachte, wir müssen noch Atreus erziehen und ihm sagen, was Phase ist. Mach mal hier. Intuition. Over 9000. Mist, das hat gar nichts gebracht. Ne. Ne. Aber vielleicht ja das. Bruder, der Kristall ist wieder aufgeladen. Bitte loslassen und ranschießen. Dankeschön. Oh, netter Trick, Junge. Danke. Deine Idee. Aber obwohl ich jetzt wieder auf Herausforderung gestellt habe, fand ich den Kampf jetzt nicht. Also es muss. Eigentlich muss es an den Gegnern liegen. Einige Gegner in diesen Geheimbereichen. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob der Drache ein Geheimbereich war. Sind so OP. Dass sie mich one-shotten. Ich glaube schon, dass es dann bereichsabhängig ist. Sicher ist sicher. Keine Überraschungen. Also Kratos würde, glaube ich, wirklich so handeln als Person. Und die Überlebenden? Oh. Tamur war ein Frostriese. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Kratos ist so vorsichtig und pingelig. Ich glaube, der würde jede Gefahr so schnell wie möglich ausschalten. Kiste. Kiste, Digga. Wirm, Runen, Schulterrüstung. Abwehrrüstung. Selten. Alles klar. Ah, jetzt sehe ich das hier. Das ist die Haut. Das ist der Riese. Lol. Wirklich ein Riese gewesen. Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen. Holy shit, der hat einen Meißel im Kopf. Alter, ist der groß. Jetzt stellt euch mal vor, Dokus vom History Channel und Co., in dem wirklich Beinknochen gefunden wurden, die auf Riesen deuten lassen. Stellt euch mal vor, sowas würde wirklich existieren. Wie episch, krass. Erschreckend und geil, dass zur gleichen Zeit wäre. One-Shot, Headshot.
Nein. Versuch's nochmal. Ah, ist ein bisschen zu hoch. Okay, dann. Ein Box kaputt! Cutter-Style! So, umgucken, umgucken. Heilungssteine, Heilungssteine. Upsa. Okay, 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 okay. Heilung, 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 Heilung. Atreus, komm her. Achso, dann muss ich jetzt auf die andere Seite. Ja, alter Schwede. Diese sinnlose Genauigkeit. Okay, eins ist schon mal weg. Was bist du? Ein Eisdämon. Ja, diese Dinger. Gib her. Weg mit dir! Ei. Komm her jetzt! Dein Sohn braucht dich, Bruder! Ich komme! Okay, ich brauche Heilung, bevor ich hier noch stumm sterbe. Ja, anvisieren und so. Also ich finde, das Anvisieren macht. Wenig Schaden im Vergleich zu einem aufgeladenen Wurf. Also die Zeit, die ich dafür brauche, ne? Hey, das Weltenbaumharz. Praktisch. Ein bisschen komisch. Hier, mach das mal, guck da mal, lies das mal. Lies es. Ja, Vater.
Ja! Ich finde das schon episch mit diesen Riesen. Ah ja, man glaubte, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn hier. Ah, guck mal. Hat nicht gereicht. Carlos, Mann! Ich glaube, du solltest mehr Kraft haben. Dankeschön. Aufnehmen, bitte. Wie kann denn ein Stein so schwer sein, dass Kratos so langsam läuft? Ja, natürlich. Nochmal mehr Schwachsinn. Und schlimme Gegner. Oder? Oh, doch nicht. Weltenstaub, sehr schön. So, darf ich jetzt... muss immer noch die Runen finden. Oh, einsammeln. Alles meine. Erhöht die Resistenz gegen Frostangriffe um 50%. Ich bin der Meinung, ich sollte das jetzt durchaus nutzen. Abwehr, Runen, Stärke. Was habe ich denn hier? Ach, das ist schon Stufe 4. Nice. Ja. Würde ich gerne nehmen. Stufe 4? Logo. Wo war denn jetzt hier? Frostresistenz. Nehme ich gleich rein. Ja. So, hier habe ich noch nicht Wirm, aber Runenplattenrüstung. Hat aber keinen Slot. Gut, haben die meisten nicht. Dementsprechend ist es Wurst. Und das ist Stärke 18, 13. 15, 17. Ja, ist eigentlich, ne? Abwehr. Na komm, jetzt immer einmal ein Wechseln. Nehmen wir den gelben Look. Das hat noch nie funktioniert. Probier das nochmal, ob das überhaupt klappt. Jo! Weiter! Mhm. Noch einen Stein. Und ha, genaues Zielen. Wieso ist Kratos so schlapp? No problem. Reicht das schon? Oh, muss ich wieder rüberrennen. So gucken. Nein, nach links und Spitze nach oben. Das ist okay. So, da ist noch Loot. Episch. Ich habe das Gefühl. Guck mal, da ist noch so ein... Ich wollte schon sagen, ich habe das Gefühl, die andere Wunde ist ja noch irgendwo. Ja. Jetzt gereicht? Hat gereicht. Ja, Intuition. Mega. Gib mir mein Stuff. Erhöht den Schaden von Axtwürfen um 6%. Legendär. Wo ist der denn? Legendärer Zauber. Hier. Boom. Also wenn was lila ist, nehme ich sofort. Wo ich auch gerne noch die Frostresistenz hätte.
Ich glaube, Frostresistenz ist vielleicht erstmal sinnvoller. Hm. Stufe 4, Stufe 4, Stufe 5. Ich nehme erstmal, weil ich nicht weiß, was kommt, erstmal das. Ich glaube, 6% sind nicht so gut wie 50%. Das steht schon mal fest. Ich habe auch keine weitere Ausrüstung im Blau mit Runen-Slot. Das ist schade. Und ich habe, wow. Fähigkeiten, her damit. Ja, wann soll mir das denn helfen? Ich brauche so lange zum Anvisieren. So, was hatten wir denn hier noch? Drücken Sie RT und RB ohne Hände. Okay, das ist gegen viele Gegner. Das auch, also. Abwehr, Vitalität. Jetzt raff ich's. Okay. Die Bonuseffekte, je nachdem, was ich skille. Ja. Oh ja. Alles her, alles meins. So, Atreus, noch ein bisschen. Ich habe noch 4000. Oh. Gekauft. Noch nicht gekauft. Feuerrate, oh ja. Ich hätte gerne noch mehr Pfeile. Geschockt, was war denn das? Schocken wir vor unseren Gegnern mehr Schockschaden. So, da haben wir erstmal die oberste Riege alles voll. Mehr Schockschaden. Deutlich mehr. Mehrere Gegner verketten. Das ist nice, weil meistens 101 habe ich keine Probleme. Deutlich mehr. Und Explosion. Gut. Noch mehr. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob noch Gegner kommen, die ich nur mit... Es werden überall dieselben Gegner-KIs gezeigt. Ich würde trotzdem gerne beides leveln. Betäubung und Schock. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal Gegner, die gegen Schock immun sind. Und dann wundere ich mich, warum habe ich keine Betäubung geskillt. So, und jetzt aber zum Ziel. Episch. Ja. Boom. Juckt mich nicht, ich habe 50% Frostresistenz. Ja, aber ich bin doch auf... Nein. Ich speichere lieber erstmal, bevor mir so ein Kack passiert. Dankeschön, Einstellung. Gameplay. Ich bin auf herausfordernd, also was ist hier los? Holy Kack. Super Love Death to Death and Robots. Diese eine Folge, ne, mit dem Riesen, der auf einmal auftaucht. Mega gut. Wie kommen wir runter? Ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden. Junge. Bereit. What the fuck? Jetzt heiß aber. Den habe ich bis hierher gespürt. Huh!
kurz vorm Ende. Feuer! Rechte Seite! Auch hier. Ja. Schöner Sprung. Hoppa. Oh, 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 oh. Ah, das ist die Obermutti. Ich brauche Heilung zur Sicherheit. Schlecht gezielt. Von hinten. Na, du noch. Nein, ach Mann. So, Schöpfe. Hinter dir. Komm, schlag euch gegenseitig, ihr Trottel! Vorsicht! Hinter dir! Es reicht mir! Jetzt raste mal richtig aus, mein Freund. Raste aus, Kratos! Moly. Wow, das war ein Wahnsinn, der Kampf. Hier, fang! Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel versteckt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das.
Das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten. Und euer Hirn versteht nicht, was es sieht. Und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert es wohl nicht. Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Brauchst du einen Atem nach Met? Er hat sich schon wieder angefasst. Na dann kommt. Deshalb war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt! Kein Wort mehr. Still! Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Wie die alle immer nur einmal draufhauen, die Waffe wird episch aufgelevelt.